Auf zwei Planeten heißt dieser Roman, ist von Kurt Laßwitz und ist ungefähr 130 Jahre alt, wenn ich mich nicht schon wieder verrechnet habe, geschrieben 1897 und von Dieter von Reken neu aufgelegt, ungefähr 600 Seiten. Ursprünglich war dieser Roman in zwei Bänden und sind hier auch grafisch noch gegliedert und wurden jetzt hier aber zusammengefasst. Es ist ein uralter Science-Fiction-Roman, der, ich versuche das jetzt mal in einem Satz zusammenzufassen, zeigt, welche Konflikte entstehen, wenn verschiedene auf verschiedenen Evolutionsstufen stehenden Zivilisationen versuchen, neugierig aufeinander zu sein und sich zu mögen und trotzdem merken, es passt nicht alles. Ich werde, das sage ich direkt voraus, relativ wenig über den Inhalt verraten, weil das einfach schwer möglich ist, ohne die ganze Geschichte zu erzählen. Es beginnt, dass man drei Wissenschaftler in einem Korb eines Heißluftballons begleitet, die auf dem Weg zum Pol sind, weil sie ihn überfliegen wollen. Das gelingt relativ schwierig, man hat nicht so viele Möglichkeiten, Ballast abzuwerfen, aber man erkennt da unten, dass direkt auf dem Pol irgendeine Art von etwas ist, was ganz offensichtlich nicht natürlichen Ursprungs ist. Und während man noch anfängt abzustürzen, überlegt man sich, was das ist, kommt aber relativ schnell darauf, das ist eine Station der Martianer. Und hier kommt das erste Mal ein Hänger für mich, weil Kurt Laßwitz immer nicht von Marsianern, sondern von Martianern gesprochen hat. Aber es passt irgendwie, es ist halt immer Martianer. Man muss auch dazu sagen, das hat Dieter von Reken im Vorwort klar explizit erklärt, die Schreibweisen sind so übernommen worden. An diesem Buch ist praktisch nichts geändert worden. Also zum Beispiel, wenn Menschen irgendetwas tun, ist tun mit TH geschrieben. Da, wo heute ein I wäre, ist da ein Y. Manchmal sind zwei S da, wo nur eines wäre und umgekehrt. Also eine alte Schreibweise. Man kommt da sehr schnell rein, wie ich finde. Irgendwann fällt es einem wirklich nicht mehr auf und es stört auch nicht. Es hilft aber diesem nostalgischen Gefühl etwas auf die Beine und das finde ich sehr gut. Aber jetzt zurück zu unserer Nordpolstation. Der Ballon geht runter, die drei Insassen, von denen werden zwei gerettet, nämlich die Kollegen Saltner und Grundner, deutsche Wissenschaftler. Und gerettet werden sie von Martianern. Ach, oh Gott, das passiert mir wahrscheinlich noch ein bisschen häufiger. Es wird relativ schnell klar, dass diese beiden Zivilisationen zwar unterschiedlich sind, aber auch nicht so unterschiedlich, dass sie nicht irgendwie auch Gemeinsamkeiten hätten. Es geht damit los, dass Kurt Laßwitz ganz genau beschreibt, was für Zustände auf der Marswelt herrschen, was zum Beispiel Schwerkraft angeht. Die Martianer können sich auf der Erde praktisch nicht bewegen, weil so ein Druck auf ihnen lastet und sie andere G-Kräfte gewöhnt sind. Dass sie zum Beispiel eine ganz eigene Art von G-Kraft in ihren Räumen brauchen, um überhaupt zu existieren. Haben aber im Laufe des Buchs dann auch die Idee, Räume zum Beispiel zu teilen. Auf der einen Seite herrscht die Schwerkraft, die die Menschen gewohnt sind, auf der anderen die Martianer gewohnt sind. Krasse Ideen. Kurt Laßwitz überlegt sich auch als Wissenschaftler, der er ist, wie man das wissenschaftlich alles begründen und herleiten könnte. Und das ist für mich ein Zeichen von guter Science-Fiction-Literatur, so nah wie möglich an einer möglichen Realität zu sein. Und das gelingt hier recht gut. Also er erfindet zum Beispiel optische Signalwege zur Informationsüberbringung. Eine ganz eigene Form von Waffensystem, was nicht tötet, sondern nur lähmt. Und einiges davon ist heute auf frappierend ähnliche Weise tatsächlich existent. Anderes zum Beispiel ist völlig falsch, wie zum Beispiel die Annahme, dass Wasser auf dem Mars in ausreichenden Mengen irgendwie herrschen würde. Das gibt es natürlich nicht. Aber es ist doch einiges wirklich faszinierend nah an dem, was Realität ist. Was anderes, und ich glaube, da merkt man irgendwie so die Idee, die in Kurt Laßwitz brodelte, was ist Evolution, was kommt als nächstes? Und für ihn war zum Beispiel die nächste Evolutionsstufe des Menschen nach der Elektrizität die Überwindung der Schwerkraft. Und die Marsianer, die sich in diesem Buch auf einer höheren Evolutionsstufe befinden, sowohl technologisch wie auch teilweise moralisch, haben eben als nächstes nach der Elektrizität die Schwerkraft überwunden. Das ist uns so im Alltag noch nicht passiert heute. Und wir haben stattdessen Computer, davon wusste Laßwitz noch gar nichts. Aber wie auch immer, ich mache jetzt mit der Geschichte weiter. Ich, wie gesagt, verrate nicht so viel.
Es wird klar, dass die beiden geretteten Menschen, nämlich Saltner und Grunther, die ganz unterschiedliche Charaktere auch haben. Saltner ist zum Beispiel einer, der ist eher expressiv und leidenschaftlich, sehr interessiert und fast manchmal ein bisschen, ich weiß nicht, würde nicht kindlich sagen, hat sich aber so eine gewisse kindliche Neugier behalten, während der andere eher steif ist und den Forscherdrang eher aufs Wissenschaftliche begrenzt. Und gerade Saltner fühlt sich irgendwann hingezogen zu einer dieser marsianischen Frauen, die gar nicht so unterschiedlich sind, zumindest von der Anatomie wie die Menschen. Und auch hier hat Laßwitz, das schimmert immer wieder mal so in Nebensätzen durch, für die Marsianer das Konzept der freien Liebe mehr oder weniger etabliert. Also die binden sich nicht mehr unbedingt fest an einen Menschen, sondern ja, frönen ein bisschen der freien Liebe. Das für Saltner erstmal sehr schwierig, weil er seiner Angebeteten La, heißt sie, L-A, also alle Martianer haben sehr kurze Namen, gerne für sich hätte. Ob das im Laufe des Buches gelingt, muss denn der Leser selber herauslesen und herausfinden. Es wird auch klar, dass die beiden Menschen erstmal nicht zurück nach Deutschland kommen können, weil die Stürme und so weiter das alles erschweren. Es wird aber ein Schiff vom Mars erwartet, in dem ein Botschafter drin ist und in dem die Marsianer versuchen, mit den Menschen, die sie schon eine Weile vom Pol aus beobachten, Kontakt aufzunehmen. Und bis zum Ende des ersten Buches wird erstmal nur beschrieben, wie Saltner und Grundner in dieser Atmosphäre oder in dieser Atmosphäre sich, in diesem Mikrokosmos mit den Martianern am Pol versuchen zu interagieren, wie sie gemeinsam versuchen, die Sprachen auszutauschen. Der eine lernt die Sprache des anderen und so weiter. Das ist jetzt nicht so realitätsgetreu, weil ich glaube, das geht nicht innerhalb von ein paar Tagen. Aber es werden Wege von beiden Seiten entwickelt, wie man miteinander zurechtkommt. Leider kommen dann die ersten Liebesgeschichten da rein. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mit Liebesgeschichten einfach gar nichts anfangen kann. Und gerade zum Ende des ersten Bandes, also ungefähr die Hälfte des Buches, sind so zwei Stränge parallel mit Liebesgeschichten. Das hat sich für mich sehr gezogen und das fand ich sehr langweilig. Im weiteren Verlauf des Buches geht es eben darum, und ich muss jetzt wirklich aufpassen, nicht so viel zu verraten, wie diese Zivilisationen sich beim Kennenlernen verhalten und was es bedeutet, eine Allianz zu schmieden, wie haltbar diese sein kann oder sein muss, wer mit wem wie zurechtkommt. Und das ist tatsächlich einfach eine Art von Science Fiction, die sehr interessant ist. Vor allen Dingen das Auftreten der Martianer, verdammt nochmal, da hat sich Laßwitz einfach was eingefallen, was vielen Autoren nach ihm nicht mehr gelungen ist. Er verlässt nämlich diese ausgetretenen Wege der Invasoren, die hier vom Mars immer kommen. Er hat auch keine kleinen grünen Männchen erschaffen, sondern Wesen, die körperlich kompatibel mit den Menschen sind. Und er hat eine Art Zivilisation geschaffen, die auch nicht frei ist von den Einflüssen jener Zivilisation, die sie da trifft und das auch was mit ihr macht, womit sie vielleicht selber gar nicht so zufrieden ist. Ja, also man muss ganz klar dieses Buch im Kontext der Zeit irgendwie sehen, also auch was den Erzählfluss angeht und die Erzählgeschwindigkeit angeht, das würde man heute eher nicht mehr so machen, aber das muss man einfach wissen und sich auf so ein Buch einlassen können. Das muss man schon. Also für jeden, der sich jetzt erstmal interessiert, die Ohren spitzt, man muss sich auf diese altertümliche Art einlassen können, man muss das auch mögen. Ich könnte keine drei Bücher davon hintereinander lesen. Ich brauche was Moderneres zwischendrin, aber es fasziniert mich trotzdem. Auch dieses Buch hat mich fasziniert, weil man ein unheimlich wohliges, nostalgisches Gefühl bekommt, wenn man sowas liest. Das ist von einem Menschen geschrieben, der lange tot ist, in einer Zeit geschrieben, die lange vorbei ist, wo andere Sitten, andere Moral herrschte, andere politische Systeme vielleicht und eine ganz andere Auffassung von fast allem, was das menschliche Leben ausmacht, herrscht als heute. Und das ist schon faszinierend. Das Buch hat durchaus Längen für mich und ich glaube für viele andere auch. Es ist kein actionreiches Science-Fiction-Buch, aber das muss es auch nicht sein. Und viele gute Science-Fiction-Bücher, die von heutigen zeitgenössischen Autoren geschrieben sind, sind auch nicht actionreich und trotzdem spannend. Es kränkelt manchmal etwas an der Spannung, aber das ist so. Ich glaube, für die damalige Zeit war es in vielem wirklich visionär und in vielem sehr, sehr fortschrittlich denkend und dadurch wirklich faszinierend. Also
Ich habe nicht viele so alte Science-Fiction bisher gelesen. Ich habe noch von Forster Die Maschine steht still gelesen. Das fand ich auch unfassbar, wie man da vor fast 100 Jahren, als noch Computer gar nicht denkbar waren, einen Computer erdacht hat. Und hier ist es mit vielem ähnlich. Also der wissenschaftliche Hintergrund von Kurt Laßwitz, der Mathematiker war, und der Wille, das alles so zu beschreiben, wie es möglich sein könnte, ist schon wirklich faszinierend. Es ist ein schönes Zeugnis von alter Science Fiction, gerade auch aus Deutschland, was ich faszinierend finde. Man merkt, dass damals zum Beispiel dieses ewige Schielen auf Amerika überhaupt nicht vorhanden war. Für Kurt Laßwitz sind wie selbstverständlich die handelnden Personen Deutsche und spielt auch vieles in Deutschland. Und dadurch, dass das vor den Wirren zweier Weltkriege entstanden ist, merkt man ein ganz anderes Selbstverständnis hier durch. Ja, man muss das einfach lesen, dann begreift man, was ich damit meine, glaube ich, hoffe ich. Ja, auf zwei Planeten von Dieter von Reken, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kurt Laßwitz neu zu verlegen und das sehr liebevoll und mit Vorwort und allem und auch mit Abbildung der alten Bücher tut. Es ist ein Zeitdokument und ich finde, es hilft, auch moderne Science Fiction irgendwie einzuordnen. Natürlich kennen die amerikanischen Autoren Kurt Laßwitz nicht, aber trotzdem scheinen sie unbewusst von Laßwitz was übernommen zu haben. Das war einfach faszinierend. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Das war's schon wieder und bis zum nächsten Mal.